Herzlich willkommen zum heutigen Medienkommentar anlässlich der Medienberichte über den abgelehnten Rekurs zweier Basler Eltern gegen die Sexualerziehung. Das Basler Erziehungsdepartement lehnte die Dispensationsgesuche vom Sexualkundeunterricht für Kindergarten und Unterstufe zwei Eltern ab. Am 14. August hat auch das Basler Appellationsgericht diesen Entscheid bestätigt und den Rekurs der Eltern abgewiesen. Damit wird das Obligatorium zur Sexualkunde ab Kindergarten von einem kantonalen Gericht bestätigt. Der Kanton Basel hält am Zwang zum Sexualkundeunterricht ab Kindergarten fest. Den Eltern bleibt nur noch der Weg vors Bundesgericht. Dieser Entscheid steht in direktem Widerspruch zu den Aussagen und Versprechen der Verantwortlichen im Bildungswesen, nämlich dass es beim Sexualkundeunterricht niemals um Zwang gehe und die Erziehung Sache der Eltern bleibe. Die Inhalte der Sexualkunde im Kanton Basel-Stadt hinterfragen wahrscheinlich nicht nur jene Eltern, die das Dispensationsgesuch stellten. Darin steht nämlich, dass schon vierjährige Kinder lernen müssen, was Homosexualität, schwul, lesbisch und bisexuell ist. Sie müssen wissen, dass Berührungen an Körperstellen angenehm sein können und kennen deren private Dimension. Ist das eine Anleitung zur Masturbation? In Schweiz aktuell vom 14. August zeigte sich Beat Zemp, der oberste Lehrer der Schweiz, erfreut über das Urteil des Basler Appellationsgerichts. Das Gericht hat einmal mehr die Schulpflicht über alles gestellt. Soll dies also bedeuten, dass die Schulpflicht über der elterlichen Sorge um das Wohl ihrer Kinder liegt? Und meint dies gleichzeitig, dass die Schulpflicht über den vielen Stimmen steht, die vor solch einer verfrühten, den Charakter der Kinder zerstörenden Sexualerziehung warnen? Sind wir damit schon bald so weit wie in Deutschland, in welchem Land Eltern inhaftiert werden, weil ihre Kinder den Sexualkundeunterricht nicht besuchen? Darüber berichteten wir im Medienkommentar vom 13. August. Mit der Revision des Epidemiengesetzes, über welches das Schweizer Stimmvolk am 22. September abstimmen wird, könnte dieses Szenario bald für die ganze Schweiz Gültigkeit haben. Denn mit dem Artikel 19 Absatz 2c wird die schulische Sexualerziehung gesetzlich verankert. Was können Sie dagegen tun? Stimmen Sie am 22. September Nein zum revidierten Epidemiengesetz und geben Sie diese Information weiter an Ihre Bekannten und Nachbarn. Schauen Sie dazu auch noch die weiteren Medienkommentare hier auf medienklagemauer.tv an. Gleichzeitig bitten wir Sie, die Schutzinitiative zu unterschreiben, welche den Sexualkundeunterricht für Kinder unter 9 Jahren vollständig verbieten will, sowie die Entscheidungsfreiheit der Eltern für die ganze Schulzeit gewährleistet. Ich bedanke mich fürs Zuhören und Ihr entschlossenes Handeln.